So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal darum, wie man Projekte sauber anlegt, beziehungsweise also Softwareprojekte wohlgemerkt entsprechend anlegt, dabei etwas Ordnung hineinbringt. Oft hat man es bei Softwareprojekten, gerade bei sehr umfangreichen, hat man es mit Programmen zu tun, die durchaus aus mehreren tausend Zeilen Code bestehen können oder im Falle von Betriebssystemen wie zum Beispiel Windows oder Linux, da können es auch mal schnell mehrere Millionen Zeilen Code, zum Beispiel mehrere Millionen Zeilen Code in der Programmiersprache C sein. So, aus diesem Grund gibt es auch solche Feinheiten wie die modulare Programmierung, dass man also Teile des Programms von Funktionen erfüllen lässt. Man hat also eine gesonderte Funktion, die Teilaufgaben bewerkstelligt. Auf deren Basis habe ich mir also ein Modul geschaffen, das man dann auch später in gesonderte Dateien auspackt, auslädt, um Ordnung in das Projekt hineinzubringen. Das heißt, das spätere Softwareprojekt besteht einmal aus Quellcode-Dateien, die zum Beispiel dann auch die Implementierung der Funktionen enthalten. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Header-Dateien in C mit der Erweiterung H zum Beispiel. Hier finden sich dann zum Beispiel die Prototypen der Funktionen, die dann auch näheren Aufschluss darüber bringen, was es überhaupt für Funktionen sind, also, beziehungsweise was sie für Argumente bekommen, damit der Compiler auch weiß, um was geht's. Der Linker bindet dann später entsprechend alles zusammen. Das Ganze wollen wir hier mal zeigen. Ich verwende hier den kostenlosen C-Compiler Pelles C für Windows. Wir gehen hier auf ein neues Projekt beginnen. Es öffnet sich ein Fensterchen. Wir gehen hier auf Win32-Konsolenanwendungen erstellen. Wie nenne ich das Projekt? Ich nenne es einfach Projekt. So, dann sind wir hier. Da muss ich hier oben einen, das sehen Sie jetzt aber nicht, dann muss ich hier oben eine neue Datei erstellen, beziehungsweise ich muss auch noch ein paar Compiler-Einstellungen vornehmen. Fehlersuche möchte ich gerne voll. Laufzeitbibliothek will ich diese hier, Multithread Library einbinden. Optimierung möchte ich keine. Assembler möchte ich, dass die Fehlersuchinformationen voll dargelegt werden. Beim Linker möchte ich auch entsprechende Fehlersuchinformationen. Falls nämlich irgendetwas vorfällt, irgendetwas nicht so klappt, wie ich es gerne hätte, kann ich auf die Art und Weise auch einfach den Debugger verwenden, um das Programm Schritt für Schritt ausführen zu lassen. Pelles C Erweiterung benutzen, das wäre nicht schlecht. Das war es dann hier schon. Ne? So. Wir haben jetzt hier eine erste Quellcode-Datei. Da binden wir direkt was ein, include. Und zwar binden wir die Library, die Header-Datei Studio ein, damit wir die Ein- und Ausgabefunktionen verwenden können. Wir bauen uns eine erste Hauptfunktion, ja, und zwar das ist die Main-Funktion. Hier soll nicht viel passieren. Es soll einfach nur auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Print Rahmenprogramm oder Hauptprogramm. Ne? Mehr soll hier erstmal nicht passieren. Und ich möchte, dass das Fensterchen nicht gleich wieder verschwindet, sondern mit der Funktion getChar wartet das Programm so lange, bis ein Zeichen angegeben wurde, und dann wird es erst beendet. Diese dient zum Einlesen von Zeichen. Das können wir hier zum Beispiel dann auch einer Variable vom Typ char zuweisen. Als nächstes brauche ich nochmal eine Datei. Include. So. Und zwar brauchen wir hier Standard Library. Na, da habe ich sie ja schon. Wunderbar. Perfekt. So, die brauchen wir ebenfalls, und zwar um dieses Makro hier zu verwenden, nämlich Exit Source. Das hat den Vorteil, es generiert einen entsprechenden Code, beziehungsweise es gibt einen entsprechenden Wert für die jeweiligen Betriebssysteme zurück,
sodass also für das jeweilige Betriebssystem auch korrekt angezeigt wird, okay, das Programm wurde beendet. Das ist das. So, das Ganze können wir testweise ganz einfach mal ausführen lassen, beziehungsweise ich muss es erst speichern. Da ich jetzt hier dieses Projekt angelegt habe, fragt er mich, ob ich das auch in diesen Ordner abspeichern möchte. Das möchte ich, und zwar nenne ich es Main, weil hier auch unsere Main-Funktion drin ist. Jetzt fragt er mich, ob ich das auch diesem Projekt hinzufügen möchte. Jawohl, das möchte ich. Und dann sehen Sie hier schon direkt den Verweis Quelldateien. Hier auch unsere Main-Funktion. Ne? Ein größeres Softwareprojekt, können Sie sich merken, besteht immer aus zahlreichen solcher Dateien. Einmal Quellcode-Dateien und dann nochmal Header-Dateien, wo zum Beispiel dann auch die Prototypen, Funktionsprototypen und so weiter enthalten sind. Ja, bei entsprechenden Projekten können das durchaus mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Dateien sein. So, wir lassen das Ganze mal testweise ausführen. Und zwar, indem wir auf Streng und F5 drücken. Das Programm wird richtig ausgeführt. Rahmenprogramm. Es wartet jetzt auf eine Eingabe. Ich drücke einfach Enter. Das war's. Ne? Das hier können wir ignorieren. Hier wird uns nur mitgeteilt, dass auch entsprechende Debug-Informationen, Fehler-Suchinformationen vorliegen, ne? Um etwaige Fehler zu finden. So. Jetzt stellen wir uns vor, wir wollen das Ganze entsprechend erweitern. Wir wollen zum Beispiel Funktionen haben, die uns zum Beispiel verschiedene Potenzen berechnen. Machen wir das ganz einfach. Ich gehe hier nochmal drauf, um eine neue Datei anzulegen. Da macht man das, wenn man es streng macht, ne? Sollte eigentlich jede Funktion ihre eigene Header-Datei und ihre eigene Quellcode-Datei bekommen. Das würde bedeuten, wenn ich zum Beispiel eine Funktion, wir schreiben jetzt hier nur den Prototypen, zum Beispiel Double, ist der Rückgabetyp, Quadrat, Quadrat, bekommt auch wieder einen Double als Argument. Das wäre der Prototyp, ne? Das Ganze speichern wir. Und zwar nenne ich das Ganze hier einfach Quadrat. Quadrat. Und das ist eine Header-Datei. Also wähle ich hier eine H-Datei aus. Das soll er mir hier speichern. Die binde ich hier auch direkt ein. Mit Anführungszeichen diesmal. Das macht er schon automatisch. Wunderbar. So, dann haben wir das auch schon. Hier ist jetzt ein Ordner dazugekommen. Der nennt sich jetzt Include-Dateien. Na, ist auch direkt da was dabei, unser Prototyp. Funktionen sind hier nicht dabei, aus dem Grund kommt hier nichts. Das sind einfach nur die Prototypen. Na. So, Quadrat haben wir. Jetzt brauchen wir eine neue Datei. Und hier kommt jetzt die Implementierung dieser Funktion hinein. Na. Also was die Funktion überhaupt machen soll. Hier war ja nur eine Beschreibung, was für Rückgabetyp hat die Funktion, was für Namen, was für Argumente. Brauchen Sie hier im Übrigen keine Variablen anzugeben. Jetzt wollen wir das Ganze auch der Funktion im Prinzip Leben einhauchen. Double. Quadrat haben wir sie genannt. Quadrat. Jetzt müssen wir auch hier was schreiben. Ich nenne das Ganze einfach x. Und das soll ganz billig einfach nur das Quadrat bilden. Aus dem Grund return x mal x. Das war's schon. Ne? Das Ganze speichern wir jetzt. Diesmal als Quellcode-Datei, nicht als Header-Datei. Und zwar Quadrat. Ja, entsprechend wie unsere Header-Datei, na, der gleiche Name, wichtig, gleicher Name, allerdings nicht mit Erweiterung H als für Header-Datei, sondern mit Erweiterung C für Quellcode-Datei. Hier fragt er mich wieder, ob er das dazu binden soll, also zu dem Projekt hier. Das bestätigen wir mit Ja. Hier ist also die entsprechende Datei hinzugekommen. Na. So, das wäre dieses. Na. Jetzt können wir natürlich weitere Funktionen erstellen. Wir haben also eine Funktion zum Bilden des Quadrats. Jetzt wollen wir zum Beispiel auch eine Funktion bilden, die uns eine beliebige Potenz berechnen kann. Also zum Beispiel x hoch n. Wir haben ja in der Ebene, in dieser Funktion hier haben wir x als Basis verwendet. Das machen wir auch. Als erstes mal der Prototyp. Also auch hier wieder Rückgabe mit dem Double. Nenne ich ganz einfach Potenz.
bekommt diesmal zwei Double übergeben, also die Basis und entsprechend das, der Exponent. Das Ganze speichern wir wieder. Potenz speichere ich auch wieder als Header-Datei, weil hier entsprechend nur der Prototyp enthalten ist. Ne? So, dann hätten wir das. Ne? Nanü, Potenz. Ach, stopp. Ja, ganz vergessen. Wir müssen diese Header-Datei natürlich erst einmal einbinden. Potenz.h, das ist der erste Punkt. Dann ist sie auch hier unter unseren Include-Dateien drunter, damit er auch weiß, dass die dazugehört. Und hier befindet sich, wie gesagt, dann der Prototyp. Dieser Funktion müssen wir jetzt allerdings noch Leben einhauchen. Also brauchen wir eine neue Datei. Wie gesagt, normalerweise, wenn man es streng macht, bekommt jede Funktion ihre eigene Header-Datei, wo der Prototyp enthalten ist, und jede Funktion bekommt dann auch ihre eigene Quellcode-Datei, wo die Implementierung drin ist. Ne? Mit Hilfe dieser Dateien kann man aber tatsächlich eine Ordnung in das Ganze hineinbekommen. Da weiß ich nämlich ganz genau, okay, die Funktion so und so befindet sich in dieser Datei, beispielsweise hier dann, in der Funktion, in der Datei Quadrat.c befindet sich zum Beispiel hier die Implementierung dieser Funktion. Das kann dann später die Fehlersuche enorm erleichtern, besonders wenn Sie es mit einem Programm zu tun haben, wo normalerweise, oder mit einer Software besser gesagt, wo aus Tausenden von Zahlen oder Millionen von Zahlen Code besteht. So, Potenz.h haben wir geschrieben. Hier kommt jetzt, wie gesagt, die Implementierung. Da brauchen wir jetzt auch eine Präprozessor-Direktive. Warum? Wir brauchen, um diese Funktion zu realisieren, benötigen wir eine Funktion aus der Standardbibliothek, und zwar aus der Datei net.h. So, um sicherzustellen, dass die nicht schon vorher hier mit eingebunden wurde und dass sie hier in diese Datei eingebunden wird, weil da benötige ich sie, macht man das so, wir schreiben hier if-n-def. Das bedeutet, wenn... Quatsch, if and def, so, if and def, mat und h schreibt man hierfür, wenn jetzt diese Datei, mat.h, Dateiname hier, und weil es eine Header-Datei ist, kommt dann hier noch ein h hin. Das kann allerdings von Compiler zu Compiler unterschiedlich sein, aber das wird normalerweise bei den meisten so angenommen. Der macht jetzt hier folgendes, der Präprozessor, wenn er feststellt, dass diese Datei noch nicht definiert wurde, sprich eingebunden wurde, hier, dann erst bindet er sie hier ein. Das heißt, hier geht es dann weiter, include, hier geht es dann los, mat.h, die soll er dann einbinden, und hier muss ich diesen if-Block wieder beenden mit endif. Ne? So, dann kommen wir zu unserer eigentlichen Implementierung unserer Potenzfunktion. Also hier wieder Double Potenz Double X und Double Y, nicht das Ganze einfach. Hoppla, das ist kein Prototyp. So, und hier machen wir es ganz billig. Das soll nichts anderes machen als Return Po. Mit dieser Funktion können wir Potenzen bilden. Na, jetzt werden Sie sich fragen, warum schreiben wir dann das hier? Das sollte hier nur zur Verdeutlichung dienen, ne? Wie man ein Projekt sauber erstellt und untergliedert. Ne? Diese Funktionen, ne? Wie gesagt, das sind dann später die eigentlichen Module, mit denen ich Aufgaben setze, ausgliedern kann, um, wie gesagt, eine Ordnung in mein Programm hineinzubekommen. Ne? So, diese Dateien müssen wir speichern. Und natürlich auch wieder unter dem gleichen Namen wie die Header-Datei, nur diesmal mit der Erweiterung C. Da fragt er mich wieder, soll das hinzubinden? Da sage ich ja. Dann wächst hier wieder die Ansammlung. Hier haben wir unsere Include-Dateien. Die werden dann auch inkludiert. So, dann hätten wir das. Gehen nochmal auf alles speichern. Jetzt können wir auch mit diesen Funktionen tatsächlich etwas machen.
Und zwar habe ich mal da Folgendes gedacht: Wir brauchen als erstes einmal wie nenne ich es jetzt einfach, X und Y, ganz billig. Dann brauchen wir jetzt Genf, um das einzulesen. Double brauchen wir das Formatzeichen LF. Na, Prozentzeichen LF kann ich zwei Stück hinsetzen. Auf die Art und Weise kann ich nämlich in einer Zeile direkt zwei Werte einlesen. Hier müssen wir die Adressen übergeben, also einmal die Adresse von der Variable x und einmal die Adresse von der Variable y. Das machen wir mit dem Adressoperator, mit dem Unzeichen. Stichwort Zeiger in C. Das wäre dieses. So, und jetzt möchte ich, dass die Ergebnisse auch einfach in einer Zeile ausgegeben werden, ohne groß Klimbim. Also Prozent LF und Prozent LF. So. Beziehungsweise das Ganze soll in einer neuen Zeile, hoppla, in einer neuen Zeile dargestellt werden. Wie gesagt, LF ist das Formatzeichen in der Hinsicht. So, hier müssen wir jetzt im Prinzip nur die zwei Funktionen, also einmal die Quadratfunktion aufrufen. Quadrat, 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 Klammer auf, da wird es schon angezeigt. Da übergebe ich jetzt mein x. Das ist der eine Punkt, dann die letzte Funktion Potenz. Na, da übergebe ich x und y. Na, das wäre die Geschichte. Das Ganze wird dann auch in der Reihenfolge, also hier als erstes wird das Ergebnis der Quadratfunktion ausgegeben, an zweiter Stelle das Ergebnis der Potenzfunktion. So, hier auch wieder warten, bis ein Zeichen eingelesen wird, erst dann beenden. Da ansonsten das Fensterchen später, wenn wir das Programm irgendwie weitergeben und verwenden, wieder direkt weggeht. Hier in diesem Fall nicht. So, lassen wir mal das Ganze ausführen. So, da ist es schon. Rahmenprogramm, also in dieser Zeile möchte er jetzt von mir zwei Werte haben. Beispielsweise kann ich eingeben 5 und 4. So. Dann haben wir hier erst einmal das Ergebnis der Quadratfunktion. Das ist 5 hoch 2 ist 25 und 5 hoch 4 ist 625. Das Programm funktioniert also. Hier haben wir dann in unserem Softwareprojekt also unsere Quelldateien und unsere Include-Dateien. Wie gesagt, normale Softwareprojekte erstrecken sich in der Regel über zig Zeilen Code. Um das Ganze, wie gesagt, besser zu ordnen, ist die modulare Programmierung. Man sagt auch die imperative Programmierung. Das, was zum Beispiel C hier ermöglicht, nennt sich imperative Programmierung, weil es einmal strukturierte und prozedurale Programmierung unterstützt. Strukturierte Programmierung, wir haben hier also entsprechende Strukturen, beispielsweise für Schleifen, für Zählschleifen, aber auch diese If-Else-Konstrukte, Switch-Konstrukte und so weiter. Das sind fertige Konstrukte und die fallen unter den Bereich Strukturen. Die gibt es in C. Im Gegensatz beispielsweise zu den Assemblersprachen, da gibt es sowas in der Regel nicht. Da muss man sich schleifen und so weiter, muss man sich in der Regel bauen. Des Weiteren die prozedurale Programmierung. Ich kann also in C kann ich also Funktionen erstellen, wie wir es jetzt hier auch gemacht haben, die dann verschiedene Teilaufgaben, wie zum Beispiel hier einfach das Quadrat bilden oder hier einfach die Potenz x hoch y bilden. Ne? So. Und somit ist auch die modulare Programmierung gegeben. Zusätzlich haben wir auch die Möglichkeit, das Ganze entsprechend in Dateien hier sauber zu splitten. Wir müssen also nicht eine einzige Datei erzeugen, wo wir alles hineinknallen müssen. Natürlich bei kleinen Programmen, da können Sie es in einer Datei machen. Allerdings bei großen, umfangreichen Projekten sollte man das Ganze normalerweise wirklich in entsprechende Dateien gliedern. Also jede Funktion eine eigene Header-Datei und eine eigene Quellcode-Datei. Ja. Bei kleinen Projekten ist es natürlich überflüssig. Da können Sie auch das Ganze in eine Datei, in eine Quellcode-Datei zum Beispiel hineinpacken. Okay, das war es an dieser Stelle schon. Ich bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.